Die Betriebe der bayerischen Metall- und Elektroindustrie haben 2013 mit 14.302 Ausbildungsverträgen 3,2% weniger abgeschlossen als im Vorjahr. Denn 19,4% der befragten Unternehmen konnten nicht alle Ausbildungsstellen besetzen. 17,9% hatten keine geeigneten und 7,1% zu wenig Bewerber. 21,4% begründeten den Lehrstellenrückgang mit der wirtschaftlichen Lage. Dennoch ist Bertram Brossard, der Hauptgeschäftsführer der Bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände, mit der Ausbildungssituation seiner Branchen zufrieden. Wir haben im Jahr 2013 über 14.000 neue Lehrstellen gehabt. Das ist eine der höchsten Zahlen, die wir je hatten, die zweithöchste. Und im Jahr 2014 erwarten wir auch wieder über 14.000 Lehrstellen. Besonders stolz ist der Verbandschef auf die Übernahmequote, die 2013 bei 90% lag und 2014 noch höher sein wird. Wir haben im Schnitt jedes Jahr über 50%, die unbefristet sofort übernommen werden, weitere 25%, die unbefristet nach einem Jahr übernommen werden. 2020 werden in Bayern branchenübergreifend fast 3/4 der gesamten Fachkräftelücke von 230.000 Personen auf Absolventen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung entfallen. Daher sollen künftig auch mehr junge Frauen für technische Berufe begeistert werden. Wir müssen eine Werbung ansetzen, die in den Schulen beginnt und die quer durch die Bildungslaufbahn reicht. Wir tun dies mit Projekten wie für die Realschülerinnen Mädchen in Technikcamps, wie für die Abiturientinnen in Forscherinnencamps. Bei der Girls Day Akademie, einem regionalen Kooperationsmodell zwischen einer Realschule und einem Unternehmen, können Schülerinnen an 7 Standorten ihre technischen Fähigkeiten erproben und zusammen mit Auszubildenden die Berufe der Metall- und Elektrobranche erkunden. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.